Die beiden konservativen YouTuber Feroz Khan und Charles Krüger haben auf dem Kanal Achse Ost-West ihre unglaubliche wirtschaftspolitische Verblendung zur Schau gestellt. Das Video, welches wir uns gleich ansehen werden, trägt den Titel Spitzensteuerland Deutschland, die Last, die du trägst, und beginnt mit einer ziemlich wirren Aufzählung verschiedenster Steuern. Die Spritkosten sind in Deutschland aktuell auf einem Allzeithoch. Der Krieg, die Inflation und grüne Ideologie im Bundestag schlagen ordentlich zu Buche. Du willst wissen, wie viel davon Steuern sind? Mach die 1 vor dem Komma weg und nochmal ein ordentliches Stück. Mittlerweile ist es ja sogar eine 2 vor dem Komma. Mehr als die Hälfte, rund 60% der Spritkosten sind Anteile, die sich der Staat sichert. Ohne diese Zwangsabgabe würde der Deal zwischen dir und der Tankstelle über 1 Euro pro Liter günstiger ausfallen. Wie sieht das aus? Schon besser, oder? Kein Wunder, dass immer mehr deutsche Autofahrer zum Tanken ins Ausland flüchten müssen. Neben grünen Wählern, die das heimlich machen müssen, sehr zum Leidwesen deutscher Tankwarte an den polnischen und tschechischen Grenzen. Die Leute. Hier spricht Feroz Khan tatsächlich einen validen Punkt an. Konsumsteuern, wie die CO2-Steuer, wie die Mehrwertsteuer oder auch wie die Mineralölsteuer sind regressiv, sie belasten also vor allem die Armen. Und das ist eine durchaus berechtigte Kritik am deutschen Steuersystem. Doch wir werden im Laufe dieses Videos noch sehen, wie die Kritik an Konsum, an Einkommens- und an Vermögenssteuern munter durcheinandergewürfelt wird, nur um ein Feindbild zu bedienen. Anfangen wird damit gleich Charles Krüger, der sich die Welt so zurechtrechnet, wie er sie gerne hätte. Deutschland ist die Nummer 2 im europaweiten Vergleich, wenn es um die Steuerlast des arbeitenden Bürgers geht. Und explizite Steuern sind ja bei weitem nicht die einzigen Abgaben, die wir zu stemmen haben. Ob wir wollen oder nicht, inklusive Sozialabgaben, Versicherungsbeiträge, zu denen man ebenfalls gesetzlich gezwungen ist, der allseits beliebten GEZ und weiteren verdeckten Steuern, landest du mit allen unfreiwilligen Allgemeinabgaben mit einem durchschnittlichen Monatsgehalt bei fast 70% Allgemeinabgabenlast. Okay, das passt jetzt irgendwie nicht zu der Grafik, die ich vorhin gezeigt hatte. Ich dachte immer, mit einem durchschnittlichen Einkommen käme man in Deutschland auf eine Steuerlast zwischen 40 und 50%. Aber vielleicht lag ich mit dieser Einschätzung bisher auch immer falsch. Wer weiß das schon? Nun, gucken wir uns einmal Charles Krügers Berechnungsmethode an, die er uns freundlicherweise hier aufgezeigt hat. Die Unterschiede zu der von mir gezeigten Grafik werden bei genauerem Hinsehen auch relativ schnell ersichtlich. Zum einen gibt es eine Schätzung über weitere versteckte Steuerausgaben, von denen nicht gesagt wird, woher sie kommen. Es wird einfach so behauptet, dass es weitere Steuern gäbe, und wenn das da so steht, wird das wohl so sein. Dann wird auf die privaten Konsumausgaben natürlich noch die Mehrwertsteuer erhoben. Auf 75% der Konsumausgaben eine Mehrwertsteuer von 19%. Und auf weitere 75% der privaten Konsumausgaben eine Mehrwertsteuer von 7%. Jeder von euch, der monatlich 150% seiner Konsumausgaben ausgibt, der kann sich ja mal in den Kommentaren melden. Naja, weiter zum nächsten Punkt. Die dritte Steuer, die in meiner Grafik nicht vorkam, aber in dieser Berechnung hier sehr wohl, ist die Geldmengenzunahme des Euros. Was das jetzt genau mit dem deutschen Steuersystem zu tun hat, darauf wird Charles Krüger im weiteren Verlauf des Videos freilich nicht eingehen, weil er es nicht kann. Es gibt zwischen Geldmengenzunahme und der Steuerhöhe keinen Zusammenhang. Es ist komplett absurd, das in diese Grafik aufzunehmen. Krüger hätte genauso gut Fantasiesteuer X dahinschreiben und das dann als Berechnungsgrundlage verwenden können. Dieses Vorgehen ist absolut absurd und dient nur einem einzigen Zweck. Die berechnete Steuerhöhe soll in die Höhe getrieben werden. Und dabei scheut man auch nicht vor so absolut armseligen, absurden Rechentricks zurück. Aber so arbeiten libertäre Ideologen nun einmal. Sie haben keine Argumente, also manipulieren sie Statistiken. Hier ist der Schlüssel. Wenn du zum Beispiel 2000 Euro mit deinem Chef als Bruttolohn im Arbeitsvertrag vereinbart hast, dann zahlt dein Chef in Wirklichkeit 2500 Euro, weil er deine Sozialversicherung und deine Berufsgenossenschaft mitträgt. Übrigens, auf wen sind die Leute eigentlich immer sauer, wenn ihnen ihr Lohn zu niedrig ist? Meistens ja auf ihren Chef. Aber die Realität ist doch, dass jeder Chef in Deutschland bereits heute einen erheblich höheren Lohn bezahlt. Das Geld landet halt nur nicht komplett bei dir, sondern zu einem erheblichen Anteil beim Staat.
Und der Staat, wenn er das Geld einmal bekommen hat, frisst es alles auf und gibt es uns braven, hart arbeitenden Bürgern niemals wieder. Oder wie soll ich das genau verstehen? Die andere Seite der Medaille, nämlich die Ausgaben des Staates, wird von unserem Liberalo-Prediger hier natürlich nicht gezeigt. Die unteren 50% der deutschen Bevölkerung bekommen vom Staat netto mehr, als sie einzahlen. Das gesamte Steuer-, Abgabe- und Transfersystem ist in Deutschland also immer noch progressiv, obwohl es einige unschöne Teilaspekte wie beispielsweise die Mehrwertsteuer oder andere Konsumsteuern gibt. Doch schauen wir uns die hier von Krüger lauthals gescholtenen Sozialversicherungen einmal genauer an. Von unseren Rentenbeiträgen, was könnte denn da eventuell von bezahlt werden? Ja, ihr ahnt es schon, die Renten. Jeder, der später mal in die gesetzliche Rente gehen will, kann das nur tun, weil diejenigen, die arbeiten, Rentenbeiträge zahlen. Und was könnte wohl von der Arbeitslosenversicherung finanziert werden? Ja, die Arbeitslosen. Jedenfalls die jüngeren Arbeitslosen, die maximal 12 Monate arbeitslos sind, und die älteren Arbeitslosen, die maximal 24 Monate arbeitslos sind. Und wer mal krank wird, beziehungsweise im Alltag pflegebedürftig ist, der ist bestimmt auch froh, dass es die Kranken- und die Pflegeversicherung gibt, die einen bedeutenden Anteil der Kosten hierfür übernimmt. Jedem Sozialversicherungsbeitrag steht also ein individueller Leistungsanspruch entgegen. Die Gelder fließen also nicht in irgendein schwarzes Loch, sondern sie gehen eins zu eins wieder raus an die Versicherten, die vorher in diese Kassen einbezahlt haben. Doch auch bei den Sozialversicherungen gibt es ein Problem, das Krüger natürlich nicht thematisiert. Die Beiträge für die große Mehrheit der Beitragszahler könnten wesentlich niedriger sein, wenn es keine Beitragsbemessungsgrenze gäbe und wenn alle in die gleichen Sozialversicherungen einzahlen würden. Beamte, Selbstständige und bestimmte Berufsgruppen sind bei der Renten- und der Krankenversicherung nämlich ausgenommen. Und die Beitragsbemessungsgrenze sorgt dafür, dass man oberhalb eines bestimmten Einkommens keine Beiträge mehr für die Sozialversicherung leisten muss. Ein Milliardär zahlt also genauso viel Sozialversicherungsbeiträge wie jemand, der nur 10.000 Euro im Monat verdient. Die Beitragsbemessungsgrenze ist ziemlich klar ein Schutzzaun für die Reichen, der ihre Abgabenlast senken soll, auf Kosten der Allgemeinheit. Hinzu kommen die explizit ausgewiesenen Steuern und allgemeine Zwangsabgaben, also die, die du gerne sehen darfst. Lohnsteuer, dein Anteil für Renten- und Krankenkasse sowie für Arbeitslosen- und Pflegeversicherung. Ohne Versicherungsanteil sind wir an diesem Punkt bereits bei einer Steuerlast von mindestens 30%. Nach Abzug dieser Summen erhältst du dein Nettogehalt. Aber da ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Hast du ein Auto? Dann zahlst du Kfz-Steuer. Auf die Kfz-Versicherung fallen noch einmal Steuern an. Die zu Beginn benannte Besteuerung von Benzin und Diesel, die den Preis mehr als verdoppelt. Konsumsteuern sind regressiv und könnten meiner Meinung nach ruhig beliebig weit gesenkt, wenn nicht gar ganz abgeschafft werden. Aber die Frage ist, was machen wir dann? Wollen wir Schulden machen, um den Ausfall durch diese Steuern zu kompensieren? Wollen wir das Ganze auf die Einkommenssteuer umlegen? Wollen wir Kapitalerträge höher besteuern? Oder wollen wir Vermögen höher besteuern? Diese Frage beantworten Kahn und Krüger leider überhaupt nicht. Sie versuchen nur, das Feindbild des bösen Staates, der angeblich den Bürger aussauge, zu bedienen. Das Schöne ist auch, dass man Konsumsteuern dabei so leicht kritisieren kann, weil sie fast alle komplett nutzlos sind. Doch darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Man sieht es nicht, aber den ganzen Tag zerrt der Fiskus an dir. Es geht los am Morgen mit deinem Wecker. Stromsteuer. Auch Strom wäre um die Hälfte günstiger, wenn nicht der Staat sein Happen abhaben wollte. Oder dein Kaffee am Morgen, Kaffeesteuer. Eine weitere verdeckte Steuer, die auf keiner deiner Quittung auftaucht. Und dann die Benzinsteuer auf dem Weg zur Arbeit, das hatten wir ja gerade. Ja, das hatten wir schon. Wir fangen an, uns zu wiederholen. Also, wofür sind diese Steuern eigentlich da? Welchen Sinn erfüllen sie? Feroz Khan liefert darauf eine sehr eigentümliche Antwort. Steuern braucht das Land. Wie soll man auch sonst Straßen bauen und instand halten? Aus privater Hand ein Ding der Unmöglichkeit. Steuern sind staatstragend, wenn sinnvoll eingesetzt.
Diese Erklärung mag für viele jetzt vertraut geklungen haben, aber sie ist laut neuesten wirtschaftswissenschaftlichen Theorien falsch. Steuern haben laut dem aktuellen Stand der Ökonomie nämlich vier hauptsächliche Funktionen. Erstens, sie erzeugen eine Nachfrage nach der Währung und sorgen dafür, dass diese Währung in einem bestimmten Staatsgebiet auch gilt. Zweitens, sie steuern die Konjunktur und die Inflation, da sie nachfragedämpfend wirken. Drittens, sie steuern die Einkommens- und die Vermögensungleichheit. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen. Steuern auf Kapital sorgen für weniger Ungleichheit, Steuern auf Konsum für mehr Ungleichheit. Bei der Einkommenssteuer gibt es sogar progressive Steuersätze, die der Ungleichheit entgegenwirken sollen, auch wenn diese in den letzten Jahrzehnten immer weiter beschnitten werden. Zu Adenauers Zeiten war beispielsweise die Spitzensteuer noch wesentlich höher als heute. Und der maximale Satz griff auch erst bei wesentlich höheren Einkommen. Aber weiter zum vierten Punkt. Steuern steuern den Konsum. Und das ist auch der einzige Grund, den es für Konsumsteuern gibt. Nämlich den Konsum bestimmter Produkte zu fördern oder den anderer Produkte zu unterbinden. Ein Beispiel hierfür ist die CO2-Steuer. Sie soll den Konsum hin zu CO2-armen Produkten lenken. Ein anderes wäre die Tabaksteuer, die den Tabakkonsum senken soll. Um Ausgaben zu tätigen, ist ein monetär souveräner Staat auch nicht auf die Einnahmen aus Steuern angewiesen. Ein Staat kann beständig Defizite machen, ohne dass die Finanzierung ein Problem wäre, da ein monetär souveräner Staat, wie schon gesagt, sein eigenes Geld erzeugen kann. Bei den Ländern der Eurozone ist das alles etwas komplizierter, aber das hängt eher mit politischen Fehlentscheidungen bzw. der grundsätzlichen Fehlkonstruktion dieser Währungsunion zusammen. Dazu hatte ich in meiner Antwort auf den Schattenmacher und in einem ganz eigenen Video ja schon genug gesagt. Dann arbeitest du, um nach all den Steuern und Abgaben noch was zum Leben zu haben. Ach, und wenn du Raucher bist, dann kannst du währenddessen nicht mal eine Pause einlegen, ohne nicht eine weitere Steuer zu bezahlen, nämlich die Tabaksteuer, die 70% des Preises einer Zigarette ausmacht und welche dieses Jahr wieder erhöht wurde. Und wenn du dann die ganze Woche geschuftet hast, dann kannst du am Wochenende nicht mal mit deinen Freunden ein Bier trinken, ohne dass der Staat wieder daneben steht und seine Hand aufhält. Alkohol- bzw. Biersteuer. Der böse Staat hat jetzt also auch noch etwas dagegen, wenn man mit seinen Freunden ein Bier trinken will. Es hat bestimmt nichts damit zu tun, dass Alkohol und auch Tabak der Gesellschaft insgesamt großen Schaden zufügen, beziehungsweise der Konsum dieser Substanzen. Der Konsum von Alkohol kostet uns jährlich rund 40 Milliarden Euro. Demgegenüber stehen Steuereinnahmen von 3,2 Milliarden. Der Konsum von Tabak kostet uns 80 Milliarden Euro. Demgegenüber stehen Steuereinnahmen von 15 Milliarden. Der Konsum dieser Substanzen belastet nämlich unser Gesundheitssystem. Und deshalb ist es ein gesundheitspolitisches Ziel des Staates, den Konsum zu senken. Im Fall von Tabak hat das sogar funktioniert. Der Tabakkonsum ist in Deutschland in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen. Und wenn man sich die Steuerbelastung von Tabakkonsumenten anguckt, in Höhe von 15 Milliarden, dann ist das immer noch wesentlich geringer als die gesamtgesellschaftlichen Kosten des Tabakkonsums. Das Beispiel der Drogenpolitik zeigt sehr schön, dass auch Konsumsteuern ihre Berechtigung haben können. In diesem Fall sollen sie, wie schon gesagt, zur Senkung des Konsums führen. Für genaueres kann ich euch folgendes Video von Future Sapiens empfehlen. Aber weiter im Text. Charles Krüger hat nämlich noch etwas zur Erbschaftssteuer zu sagen. So, und jetzt hast du ein ganzes Leben lang brav Steuern bezahlt, aber nicht mal sterben darfst du, ohne dass der Fiskus dich nochmal ausnimmt. Erbschaftssteuer, welche unter anderem die Linke auf bis zu 100% ausweiten wollen. Ach, und wenn du dachtest, das kannst du umgehen, indem du einfach vor deinem Tod dein Hab und Gut, was ja auch schon mal versteuert wurde, an deine Kinder und Enkel verschenkst, falsch gedacht, dafür gibt es die Schenkungssteuer. Auch dieser Argumentation liegt ein grundsätzlicher Denkfehler zugrunde. Bei der Erbschaftssteuer geht es nicht darum, jene, die vererben, zu besteuern, sondern die Erben. Erbschaften und Schenkungen sind nämlich leistungslose Einkommen für jene, die sie erhalten.
Es gibt keine wirtschaftspolitische Begründung für die Existenz solcher. Und anders als von Krüger hier angedeutet, hat man sehr wohl die Möglichkeit, über den Umweg der Schenkungen mehrere Millionen an der Erbschaftssteuer vorbeizumogeln. Reiche Firmenerben können zudem sehr viel Geld in ihren Unternehmen verstecken, worauf dann auch keine Erbschaftssteuer gezahlt werden muss. Zudem ist Immobilienvermögen immer noch nicht fair bewertet, weshalb das Bundesverfassungsgericht auch in der Vergangenheit schon Reformen an der Erbschaftssteuer verlangte. Grundsätzlich sieht es so aus, dass der Steuersatz dann, wenn man einige Millionen vererben will, am höchsten ist und wenn man einige Milliarden vererbt, schon wieder geringer. Zudem gelten für Ehegatten und für Kinder Freibeträge von mehreren hunderttausend Euro. Das bedeutet, dass ein Großteil der Bevölkerung gar nicht von der Erbschaftssteuer betroffen ist. Und die ganz Reichen haben sowieso genug Wege gefunden, um sie zu umgehen und einen viel zu niedrigen Steuersatz zu bezahlen. Was kann man abschließend zu Achse Ost-West und zu Charles Krüger sagen? Nun, wir haben es hier mit zwei neoliberalen Dummschwätzern zu tun, die auf jede erdenkliche Weise versuchen, ihr Feindbild bestätigt zu sehen, auch indem sie Statistiken manipulieren. Ich meine, ihr habt die Berechnung vorhin ja gesehen, die eine intellektuelle Beleidigung für jeden darstellt, der bis drei zählen kann. Und doch hat diese Begutachtung hier etwas Beruhigendes. Die neue Rechte hat keine eigene Erzählung. Sie kopiert lediglich die Narrative des Mainstreams und radikalisiert sie dann, um gegen irgendwelche absurden Feindbilder zu polemisieren. Feroz Khan, Charles Krüger und beispielsweise auch der Schattenmacher, auf den ich ja vor geraumer Zeit schon mal reagiert hatte, labern den gleichen Stuss, den man auch von Christian Lindner zu hören bekommt. Und es geht der neuen Rechten, wie wir in diesem Video und auch in meiner Antwort auf den Schattenmacher gesehen haben, gar nicht darum, sachlich zu argumentieren. Sie versuchen einfach nur, Propaganda zu betreiben. Der Schattenmacher macht das, indem er die ganze Zeit gegen die faulen Südeuropäer hetzt, gegen die angeblichen Halunken, die sich im Gegensatz zu uns Deutschen an das EZB-Inflationsziel gehalten haben. Aber das macht sie ja zu Halunken. Wie gesagt, guckt euch mein Video zum Schattenmacher einfach nochmal an. Es war wirklich absurd, was dieser Typ gelabert hat. Und Feroz Khan und Charles Krüger reden einfach nur vom bösen Staat, der unser Geld für absurde Projekte raushaut und deshalb die Steuern auf 70% hochtreiben muss. Wenn die neue Rechte weiterhin dem neoliberalen Mainstream folgt, so wie wir es bei all diesen YouTubern jetzt gesehen haben und so wie man es übrigens auch im Parteiprogramm der AfD sieht, dann wird sie eine Marginalie bleiben. Und das wäre doch allemal eine gute Nachricht.